Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um das kleine Update gehen, welches wir gestern neu in GTA Online hinzubekommen haben, denn gestern war ja Dienstag und wie jeden Dienstag gab es auch gestern mal wieder ein kleines neues Update. Und in diesem Update haben wir gestern auf jeden Fall 3 neue alte Autos erhalten und 3 weitere Autos haben jetzt nun neue Designs erhalten, die wir uns ab sofort auf diese Autos drauf machen können im Los Santos Customs. Bevor wir aber jetzt mit dem eigentlichen Video beginnen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video an dieser Stelle schon mal einen Like da lassen würdet. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle auch riesig freuen, wenn du mich jetzt kostenlos abonnieren würdest. Aber nun gut, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem eigentlichen Video. Und das machen wir jetzt erst einmal mit den 3 neuen alten Autos, die wir uns ab sofort im Internet in GTA Online kaufen können. Und zwar können wir uns dort ab sofort den Karin Futo für 9.000 GTA Dollar, den Empointe Ruina für 10.000 GTA Dollar und den Bolokan Prairie für 25.000 GTA Dollar auf SouthAndreasSupercars.com kaufen. Außerdem verfügen diese 3 Autos nun auch über neue Tuning-Optionen, wie zum Beispiel über neue Designs. Allerdings würde ich euch empfehlen, dass ihr euch diese Autos jetzt nicht kauft, da ihr diese Autos euch ganz einfach auf der Straße in Los Santos klauen könnt und sie euch dann ohne etwas dafür zu bezahlen in die Garage stellen könnt. Die Tage kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Video, wo ich euch zeige, wo ihr alle 10 neuen alten Autos genau in Los Santos finden könnt. Machen wir nun aber mal weiter, und zwar haben 3 weitere Fahrzeuge, die wir uns jetzt schon seit längerem im Internet von GTA Online kaufen können, nun auch neue Designs erhalten, und zwar die Mamba, der Penumbra und die Corquette Classic. Die Designs sind auf jeden Fall meiner Meinung nach echt cool und gelungen und diese könnt ihr euch ja hier gerade auch schon im Hintergrund selber angucken und euch selbst eure Meinung über diese Designs hier bilden. Und wie gesagt, durch diese neuen Designs finde ich das Update von gestern jetzt doch ganz okay, da ich halt ein Autosammler bin und nun kann ich zum Beispiel meine Mamba noch cooler machen mit diesen neuen Designs. Aber das war es jetzt nun auch schon mit dem kleinen Update von gestern, denn weitere neue Dinge haben wir gestern nicht mehr erhalten und deshalb werde ich mich jetzt an dieser Stelle auch mal so langsam bei euch verabschieden. Habt auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und nichts mehr in Red Dead Redemption 2 und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.